So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hammerwatch. Ich habe mich in der Zwischenzeit mal lang einer Aufnahmepause ein wenig beruhigt von meinem Schock der letzten Folge. In der nächsten Zeit nochmal. Jetzt müssen wir natürlich in dieser Folge erstmal wieder alles hier nochmal einsammeln und können dann erst weitergehen. Weil, ich brauche hier trotzdem das ganze Geld dann, um mir nachher die Erweiterung wieder zu kaufen. Ich sehe es schon kommen, das wird hier ein Endlos-Projekt. Wir hören einfach nie mehr auf. Hammerwatch forever. Nee, also, irgendwann wird's mir dann auch zu blöd. Also, wenn ich nach diesem Durchgang ja immer noch alles gefunden habe, dann muss ich mir wirklich schon ernsthaft überlegen, ob ich tatsächlich nochmal, wie ich es gesagt habe, anfangen will mit einer neuen Klasse. Ich glaube es ehrlich gesagt mittlerweile fast schon mehr. Ansonsten kriege ich irgendwann noch die Krise. So zu und dauer Let's Play. 500 Folgen Hammerwatch. Ein Spiel ist eigentlich bloß, ja, 30 Folgen oder so beansprucht. Ich glaube 30 Folgen habe ich so gebraucht jetzt für ein bisschen weniger. Ich glaube 28 Folgen waren es, bis ich den Endboss besiegt hatte und dann festgestellt habe, das Scheiße, es fehlt noch was. Also im Normalfall kriege ich, glaube ich, schon die doppelte Folgenzahl hin dann am Ende. So, jetzt hole ich mal das da oben runter und mache dann mal mehr Schaden. Und dann habe ich, glaube ich, im Endeffekt auch alles. Auf dem nächsten Stockwerk mache ich es eindeutig so, dass ich mitzähle, wie viele Planken ich gefunden habe. Dass mir ja nichts entgeht. Hier müsste ich jetzt alle haben, nachdem ich da die vom letzten Mal eingesammelt habe. Auf die Idee bin ich nicht mal ansatzweise gekommen, dass diese Spitzen von der Pyramide, diese Dinger sind, die oben durchgucken. Das ist mir nie bewusst geworden. Soll man denn von allein auf sowas kommen, wenn man auf sowas überhaupt nicht achtet? Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Bisher war es ja immer so, dass die Stockwerke komplett getrennt voneinander behandelt werden. Also gehe ich mal das Bonuslevel. Ich meine zwar, das habe ich schon gefühlt 10 Mal gemacht, aber gut. Lieber zu oft als zu wenig. Ich muss gerade eben erstmal eine Viertelstunde lang nochmal meine ganzen Speicherstände sortieren, bis ich den richtigen gefunden habe. Was ich mittlerweile an Speicherständen von diesem Spiel durcheinander gewürfelt habe. Das ist nicht normal. Ich hätte am Anfang hier mit gerechnet, dass das so ein Aufriss wird hier. Aber gut, ich habe ja mir als Ziel gesetzt, dass ich gern alle Secrets hätte. Weil ich wollte ja unbedingt auch selbst wissen, was nach diesem blöden Endboss kommt. Da lang. Das habe ich mir ja eindeutig als Ziel gesetzt. Ich wollte ja auf gar keinen Fall vorher aufhören. Aber da habe ich ja auch noch nicht geahnt, dass es so schwierig wird. Ich bin ja bei meinem ersten Spieldurchlauf, den ich vorher schon mal gespielt hatte, nicht so sehr drauf fixiert gewesen, alle Secrets zu finden und habe einfach mal die mitgenommen, die ich gefunden habe. Ein bisschen habe ich natürlich auch mich umgeguckt, aber jetzt nicht so extrem wie hier. Deshalb hätte ich auch wirklich nicht damit gerechnet, dass es so viel wird dann. Naja, gut. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich diese Holzplanke da gefunden habe. Und nicht nach der auch noch suchen muss. Immer noch. Das habe ich jetzt hinter mir. Die Phase habe ich hinter mir gelassen. So, aber überlege ich gerade, wo denn der letzte Schlüssel ist, der mir noch da fehlt. Ah, ich weiß. Also, jetzt habe ich das schon mal freigeschalten. Dann nach da unten. Da liegt noch ein Schlüssel, aber ich glaube, zu dem komme ich nicht zuerst. Ah, doch, doch, komme ich sogar. Gelogen, was ich hier sage.
gibt außerdem gar keinen anderen mehr. Den schade, dass man eigentlich, jetzt mal fällt mir mal gerade so auf, dass man nicht sich irgendwie Äpfel auf Vorrat einsammeln kann. Also soll heißen irgendwie Rucksack hätte oder so, wo man die einfach einsteckt. Ich meine gut, es sind Riesenäpfel, aber angenommen die Äpfel wären jetzt normal groß im Verhältnis zur Figur, zum Charakter hier. Dann würden die locker in die Hosentasche passen. So zwei, drei Äpfel könnte man bestimmt mitnehmen. Das war's. Also raus hier. So, jetzt noch das hier. Und dann muss ich nochmal nach unten. Und dann habe ich dann hoffentlich endlich mal alles. Hat ja auch bloß viele Folgen gedauert. Ich kann es ja nicht mal auswendig sagen, wie viele es jetzt waren. Viele halt. Wird wohl die beste Angabe sein. So, halt. Da unten rum. Oh, Geld. Na, Geld. Oh, noch mehr Geld. Okay. Dann kann ich jetzt hier runter das hier einsammeln. Dann kurz gucken, was ich hier... Ach ja, hier geht's die nächste Planke dann, die mir noch gefehlt hat. Die letzte auf der Ebene hier müsste das sein. In dem Abschnitt. Ja gut, und auf der Ebene. Beides. So. Das hier alles. Dann noch die ganzen Kisten hier mitnehmen. Da rein. Und Moment. Ah ne, okay, ich dachte jetzt hätte ich einen Schalter an der Wand gesehen, aber es war nur Einbildung. Und das hier darüber teleportieren. Und dann mache ich nochmal kurz den Kontrollgang. Diese Plattform hier ist leer. Und die da links müsste auch leer sein. Ja, irgendwo müsste noch eine dritte gewesen sein, aber gut, das war die, wo die Planke drauf lag. Dann kann ich jetzt nach links gehen, nach unten. Das müsste der richtige Weg sein. Und dann da durchrennen, ohne getroffen zu werden. Also da will ich nicht hin. Ich will da schon mal gucken, ob ich da alles hab. Ja, Lebensenergie. Ja, was soll's. Mana auf gar keinen Fall, das hatten wir ja schon mal. Den Fehler mache ich kein zweites Mal mehr. Mehr Schaden, noch mehr Schaden. Und dann habe ich eindeutig kein Geld mehr. Gäb's hier noch was? Ja, Combo. Und da beim Verteidigungsladen. Da gäbe es eh nichts mehr. Okay, dann auf zum Boss. Diesmal wirklich jetzt. Ja doch. Tja. Da rein und dann. Soll ich erstmal die Dinger hier loswerden? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich hau einfach mal ein bisschen drauf rum. Und renn dann mal zum Boss vor, der Affenlaute macht. Ach ja, jetzt geht das schon wieder los. Ups. Upsi. Das sieht doch aber im Moment ganz gut aus. Läuft doch nicht schlecht. Na, lass mich da durch. Huch, Hilfe, 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 Hilfe. Mein Gott, was ist hier mittlerweile los? Ach, das war's schon. Ah, das war ja diesmal wirklich nicht so schwer. Das ging ja wirklich flott. Okay, gut. Dann kann ich auf zur nächsten Ebene. Dann schaffe ich ja da noch ein bisschen was in dieser Folge. Ich habe ja auch so einiges nachzuholen eigentlich. Tatsächlich kein einziges Mal gestorben jetzt beim Boss. Ich glaube beim letzten Mal habe ich das nicht ohne geschafft. Vollgeheilt werde ich zwar nicht mehr, aber gut. Wird wohl auch unnötig sein. Ach ja, das war das Stockwerk mit der schönen Musik. So, ich sehe eine Planke. Ich bin mir relativ sicher, ich werde jetzt noch nicht hinkommen. Drüben liegt noch ein Geschenk. Geschenke hatte ich ja aber schon mal alle. Bringt ja außerdem wenigstens, außer diesem Steam-Erfolg, der
nichts bringt, also im Endeffekt auch nichts. Ja, du jetzt zu mir oder so? Ja, die Bogenschützen. Bei denen macht's auch nur die Masse. Und nicht mal die wirklich immer alle mit einem Schlag besiegt hat und dadurch eine Combo bekommt, die einen direkt wieder aufheilt. Aber mehr Verteidigung bringt bei den Bogenschützen tatsächlich nichts mehr, weil einen Schaden machen die immer. Moment. Ich glaube, ich habe mir da gerade was eingebildet, was da gar nicht war. Ich werde besser nicht sagen, was ich da gesehen habe. Sonst haltet ihr mich wahrscheinlich mittlerweile für paranoid. Was gibt's denn hier noch? Für die Dinger brauche ich mittlerweile. Also, was heißt mittlerweile? Für die Dinger brauche ich ja jetzt wieder mehr als einen Schlag. Schade, schade. Und wenigstens weiß ich jetzt auch, was das für ein Weg ist. Was das für Wege sind, oben links in den Ecken, an denen ich nie vorbeigekommen bin. Das war jetzt zwar so ein kleiner Spoiler für mich, aber nichts so tragisches. So, warum habe ich einen goldenen Schlüssel? Wo kommt der her? Moment, jetzt will ich erst kurz die Gegend erkunden, dass ich weiß, was der mir gebracht hat im Endeffekt. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich mal wieder völlig ahnungslos war. Ah, okay, diesmal weiß ich es aber, der bringt mich da oben durch. Das sollte sich gleich was öffnen. So, da ist das Geschenk, das ich vorhin schon gesehen habe und nicht mehr brauche. Dann sammle ich hier noch einen Apfelein. Für einen Lebenspunkt. Ja, hat da oben links was geöffnet. Gut, schön speichern. Und durchhauen. Allerdings liegt immer noch die Planke, die mir nichts. Also, was heißt, die mir nichts bringt? Natürlich bringt die mir was, aber an die ich dann rankomme, wollte ich eigentlich sagen. Einfach mal der Nase nach dieses Mal. Ich sollte mir wirklich keine so großen Gedanken mehr machen. Ich merke mir einfach, dass ich bisher noch keine einzige Planke eingesammelt hat. Ab. Ich kann nicht mehr sprechen. Also nochmal auf Hochdeutsch. Ich merke mir, dass ich noch keine einzige Planke eingesammelt habe. So, da komme ich noch nicht durch. Da oben würde ich durchkommen. Da liegt der silberne Schlüssel drin. Das weiß ich diesmal. Ist schon links noch was? Ne, gut. Dann kann ich das auch gleich machen. So, gut, alles weg. Silberschlüssel zu mir und da nach unten. Ich habe schon wieder so ein leichtes Ruckeln. Ich gehe mal wieder schwer davon aus, dass man das in der Aufnahme nachher nicht sehen wird. Klar, so einmal zu oft gedrückt. Ah, da unten komme ich jetzt zu der Kiste. Mit der Planke ist noch nichts passiert, das sieht immer noch relativ zu aus für mich da. Die Planke ist ja in dem Raum da links neben dem Eingang. Ist abgeschlossene Rechteck da. Ist sogar ein Quadrat? Ne, ist kein Quadrat. So, Geld. Viel Geld. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel war das? Ich glaube 200. 100? Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Geld halt. Da oben gibt es einen Schalter. Der... Ach, mir da unten zeigt, dass da was ist. Das war auch so ein mieses Ding. So, ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wie man da nochmal hinkam. Wenn das über so eine... Glasbrücke da war. Darüber, dann frage ich mich gerade, was wohl passiert, wenn man zuerst die Brücke aktiviert und dann erst die Wand da entfernt. Ob man dann durch die Wand gehen kann, über die Glasbrücke. Also wenn man die Wand noch nicht entfernt hat, aber die Brücke schon aktiviert.
Noch besser als Jesus. Ich kann nicht nur über Luft gehen, sondern sogar durch Wände. Über Luft ist ja immerhin noch so ähnlich wie über Wasser. Was Jesus ja angeblich gemacht haben soll, auch wenn ich nicht an den ganzen Quatsch glaube, aber gut. Ich bin zwar katholisch, aber ich hab ansonsten nicht wirklich viel mit der Kirche am Hut. Schön, wie es da einfach überall kracht. Durch die paar Messer, die ich da werf. Echt witzig. Alles weg. So. Ich gehe mal jetzt da rechts lang. Sieht mir jetzt spontan irgendwie sympathischer aus. Einfach weil halt. Weil halt. Jetzt sieht es mir nicht mehr so sympathisch aus. Oh, ich brenne schon wieder. Spontane Selbstentzündung. Dieses Mal allerdings für Spiel und nicht in echt. Klopf, 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 klopf. Sind die Klackgeräusche auch lustig? Da geht's noch weiter. Hilfe! Weg von mir! So. Ich find's immer noch schade, dass diese Explodier-Dinger da die Energiekugeln nicht auf die Gegner treffen. Das gehört sich irgendwie so. Die Gegner sind noch nicht körperlos. Im Gegenteil, die machen sogar ziemlich viel Schaden durch ihren Körper. Ja, einfach mal in die Richtung jetzt. Kann ich das hier mal aufmachen, dass es offen ist? Einfach, weil halt. So, die kommen alle weg. Ich gehe auch diesmal ein bisschen verschwenderischer mit meinem Geld um. Weil ich auch weiß, dass ich mir diesmal keine Mana-Erweiterung kaufen muss und deshalb mehr Geld übrig bleibt am Ende. Da liegt noch ein Schlüssel. Ups. Na, das gibt doch nicht zweimal in die falsche Richtung geschossen. So. Oder so ähnlich. Ah, da oben gibt es ja noch ein verrosteter Schlüssel. So. Irgendwie passiert auch einfach immer nur das gleiche hier. Bis auf Ausraster ab und zu. So wie in der letzten Folge. Danach muss ich erstmal eine Aufnahmepause machen, also wirklich. Das war zu viel für mich. Dass ich das so dermaßen übersehen habe. Da habe ich kurz an mir gezweifelt. Was macht... Achso, was macht dieser Knopf? Keine Ahnung, ich glaube kaum, dass der mir was bringt, dass hier durchkommt. So, hier noch. Gut, du da oben noch ums Eck rum. Jetzt kommen natürlich immer mehr. Und ich fange natürlich mal wieder an zu brennen. Was habe ich jetzt schon wieder aktiviert? Ich habe wieder mal nicht zuerst auf die Karte geguckt. Auf der links ging es auch nicht lang. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Vielleicht gehe ich noch mal kurz zurück und gucke, ob ich zu dem Raum da jetzt komme. Wo, ach, da hätte ich einfach die Abkürzung nehmen können durch die Tür da durch.
wo die Flanke liegt. Oh, und in der Zwischenzeit kann ich auch schon noch hier mich ein bisschen hochheilen. Darum geht, glaube ich, schneller, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe auf der Karte. Ja. Nein, da ist nichts. Okay, dann gehe ich mal nach da speichern, weil es bietet sich gerade so an. Und dann beende ich mal. Ab Moment. So, dann beende ich jetzt mal die Folge hier. Also, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir da alle schön einschalten. In den letzten zwei Folgen, die ich jetzt erstmal wieder nach meiner Anwesenheit veröffentlicht habe, hat tatsächlich bisher noch keiner reingeguckt. Aber gut, es wird hoffentlich irgendwann wieder kommen. Also, bis morgen. Tschüss.